Hallo, jetzt kommen zur zweiten Folge der Bremenkerl auf meinem Kanal. Und wie ich im letzten Video gesagt habe, heute gucken wir uns die Scouting-Berichte an, was die Leute für eine Wertung haben. Und ob die dafür mit für uns in Frage kommen. Und wir fangen mal an bei Pulisic, okay. Ich frag mal an, was die für Pulisic wollen. Horn, Jannes Horn von Wolfsburg. Nee, dann ist der raus. Henrichs. Links. Ich spiele ja ohne links, das heißt, die kannst du auch raushauen. Brekalo. Ein Jahr, wir leihen ihn mal für ein Jahr und künftige Ablöse 500.000. Wenn er sich gut entwickelt, kann der dann was werden. So. Der hier. Na gut, dann ist der raus. Kai Havertz ist auch raus. Ab und so sagt es ist kürzlich gewechselt. Dann machen wir was anderes. Ein Jahr. 50er Ablöse 3. Vielleicht akzeptieren die es ja. War wurscht. Trabzonspor ist dabei fast. 3. 3. 3 für Yukuşlu. Wir warten auf die weiteren Scouting-Berichte. 3 Millionen. Fangen wir einer an. 1 Million. Udinese lehnt ab. Anguena akzeptiert. Herzlich willkommen, Jerome Junior Anguena in Bremen. Sie haben den Tausch gegen Dings da akzeptiert. Wer ist das? Wir haben doch Anguena. Davy Selke. Krass, aber er ist halt. Können wir den tauschen, den Mann? Ne, der ist zu teuer, der ist zu teuer. Können wir dann lassen. Wolfsburg bleiben mit Kaufoption. Oh, er ist erst kürzlich gekommen. Wir machen ein Jahr. 6 Millionen. Ich will den einfach nur für ein Jahr, weil er die Erfahrung hinten hat. Ist dann vielleicht ein paar Tore Gegentore spart. Zuerst mal in die Top-Elf reinhauen. Keins sowieso in Form tief. Bargfrieder auch. Oh, da ist Anguena. Darf direkt mal spielen. Der Mann darf direkt mal spielen. So. Anguena, erstes Spiel für uns direkt nach seiner Wechselung. Der Typ ist 18, hat eine 64 mit Training, kann nicht sein. Und wir brauchen den Sieg, um weiterzukommen. Und Junuzovic ist da 1-0. Deswegen will ich mir den Mann aufs Trikot holen für die nächste Saison. Weil er ganz wichtig ist. Gegen Palermo, gegen schwerste Team. 2-0 Grilic. 3-0 Junuzovic. Wir gewinnen 4-0. Wer hat's noch gemacht? Keins. Wir sind weiter, oder? Ja, wir sind weiter. Wen nehme ich raus? Ich glaube, ich nehme Velkovic raus, weil Anguena ist dann doch schon besser, weil Anguena 2 Jahre jünger und das gleiche Rating. Dann nehme ich lieber ihn und trainieren mit. Come on. So, Bauer geht den schön hoch. In der Einzelwertung. Keins wieder mit einer 1. Philipp Marx. Ja. So die Frage. Wir holen ihn zur ablaufenden Saison. Den holen wir zur ablaufenden Saison. Dortmund lehnt ab, dann war es das mit Pulisic. Wir holen ihn zur ablaufenden Saison. Er soll ja gar nicht wechseln. Egal. So, wir lassen die Mannschaft so. Die hat gerade 4-0 gewonnen und jetzt gegen das Team, was kein Mensch kennt. Gewinnt sie 1-0 und durch Junuzovic. Bremen fährt wichtiges Geld ein und das sind die ganzen Scouting-Updates. Wir motivieren uns fürs Finale. Scuffé, 5 Millionen wert. Ne, kann man absagen. Jason Marcus, der Typ hat ein gutes... Oh mein Gott. Da mache ich mich dran.
An den mache ich mich dran. Den können wir dafür eintauschen. Können wir dafür überhaupt jemanden eintauschen? Brauchen wir überhaupt jemanden nicht? Komm. Garcia tauschen wir dafür. Weil Garcia, wir spielen ja unten Linksverteidiger, brauchen wir den auch nicht. Tolisso. Gott, ich habe jetzt schon Angst. Ich habe einen Plan. Geben dafür nächste Saison 10 Millionen für den. Ey, wenn das funktioniert, fresse ich einen Besenstiel. De Ligt, das war der Mann, an dem ich interessiert war. 16. Der ist 16, hat eine 63. Der ist 2 Jahre jünger als Nguyen und hat einen Wert schlechter. 400.000. Come on, den will ich, den will ich. So, wer kommt? Es gibt noch Zivkovic, der ist ausgeliehen. Bulberg. Okay. Bragowski. Oh, er ist auch erst kurz gekommen. Dann müssen wir wahrscheinlich mit unseren Keepern auskommen. Thomas Lemar. Fällt damit auch weg. Aber wir wissen jetzt die Wertung. Ach, da kommen noch ein paar. Aue will ihn. Aue will ihn, kriegt ihn für 800.000. Wenn sie das zahlen, haben sie Lorenz. Amsterdam lehnt ab. Amsterdam lehnt für ihn ab, ey. 700.000. Die Typen sind Youngster. Bleiben wir auf. Boah, sie möchten nicht ausleihen. Was hat Yukuchlu? 75. Jetzt, ja gut, na gut, Özcek fällt doch sowieso raus. Benjamin Pavard. Carlos Mané. Del Giro, Elia. Wir müssen mal kurz Wunschliste nachgucken. Es ist absolut kein zentraler Mittelfeldmann. Oder doch hier, die zwei. Ah, die sind halt zu gut. Wir gucken mal. Mittelfeld. Zentral. Wir gucken in der Bundesliga. Am besten unseren Konkurrenten welche weg schon. Hier den guten alten Top, ey. Hier, Gondorf, der auch in echt kommt, Junge. Der kommt ja auch in echt, also. Würden wir sogar real bleiben. Ey, ich geh drauf. Komm, wir probieren das. Probieren das mit Jerome. Wir testen das. Vielleicht dürfen wir Jerome Gondorf ja kriegen. In echt wechselt er auch nach Bremen. In echt wechselt er ja auch dahin. Vielleicht macht das in FIFA auch. So, Finale. Irgendwelche Umstellungen. Irgendwas, was ich umstellen will. Komm, ich spiele mir mehr Power über links. Wo ist Hajrović? Wir testen das. Ob wir so spielen. Bartels hat jedes Spiel gemacht. Und mal gucken, wie das wird. Nguyen wieder in der Startelf. Aber es ist halt auswärts. Wir spielen auswärts. Und das ist dadurch dann doch noch schwerer. Kruse kriegt gelb nach 17 Minuten. 30 Minuten passiert nichts. 45 Minuten passiert nichts. Spannung. Gnabry kommt für Hajrović. Maku 1-0, eine Minute nach Selassie mit dem Ausgleich. Der Mann ist wichtig. Die wichtigen Tore ist Gebre Selassie in Bremen. Da ist es war schon immer so. Und wir verlieren im Elfmeterschießen. Aber wir kriegen noch ein bisschen Money dafür, oder? Nee, Donch. Ich mache mir Gedanken, Caldirola. Okay, nicht gut. Training lassen wir so. Vielleicht macht ja irgendjemand wieder was an seiner Gesamtwertung. Nein. Schade. Nguyen läuft nicht gut im Training. Weiter geht's. Ja, sag ich doch, Typ. Wo ist er denn? Hier Vargas. 1 Million. Ach, der ist erst kürzlich gekommen, Mann. Diese Kacke, wenn die Leute erst vor kurzem gekommen sind. Ja, komm, Lorenzen, geh nach Aue.
dann gehst du uns hier nicht mehr auf die Nerven, dass du spielen willst. Und jetzt ist mir ist kein Stürmer eingefallen. Mir ist kein guter Mann für den Sturm eingefallen. Benito Raman. Kürzlich von Gent gekommen. Ich glaube, der auch erst kürzlich gewechselt ist. Wieso wechseln unsere Leute, an denen ich interessiert bin, immer erst kürzlich? Darmstadt. Wo ist er hier? Gondorf. 1,7. Da steht dabei seinem Wert mindestens, also gib mir den das mal. Ajax will 1 Million. Ah ne, komm, wir gehen mit 900.000. Wir gehen mit 900.000 für den Licht. Die Zukunft meiner Karriere, ja, Pizzao, wir wissen es, du bist ein alter Mann. Ja, wir wissen auch, dass du erst kurz gewechselt bist. Transferangebot für Caldirola. Zahlt 8. Ey, wenn die 8 bezahlen, ist Caldirola weg. Mal gucken, ob sie das tun. Da haben wir halt Geld. Lorenzen verkauft. Transferangebot für Wiedwald, den brauchen wir noch fürs Tor. Hat jedes Spiel gemacht. Bargfrede. Ne, habe ich auch eigentlich keinen Interesse zu verkaufen. Seine Form ist zwar dürftig, aber trotzdem. Darmstadt lädt schon wieder ab. Er gibt uns Gondorf. Ihr habt ihn in echt auch abgegeben. Ihr habt ihn in echt auch an die Weser abgegeben. Also könnt ihr das doch jetzt wohl auch machen. So weiter, nächstes Training. Vielleicht schafft Bauer die 70. Nein. Onguene schön in jedem Wertung hoch. Ja, C. Onguene kurz vor der 65. Ajax akzeptiert für die Licht. Ajax akzeptiert für die Licht. Schön, die können wir auch noch künftiger Stammspieler gehen. Das heißt, du musst nicht so oft spielen. Das Angebot für Raphael Wolf. Zu Arminia. 800.000, dann habt ihr nochmal den erfahrenen Wolf. Vielen Schnitzern, die er sich in Bremen geleistet hat. Darmstadt geht schon wieder ab. Alter, wirkt irgendwas, ist der so viel wert? 2,4, wir bleiben an Gondorf dran, den Mann wollen wir. Das ist ein absoluter Kandidat. Und die Licht akzeptiert. Nächste gute Nachricht für uns. Nächster Innenverteidiger, Bremen, wir kaufen richtig Innenverteidiger ein. Raman, boah, mit dem Training wird das was. Bielefeld, 700.000. Wolf geht nach Bielefeld. Ich mach schon mal langsam hier. Jugendstab. Und den bauen wir in Frankreich auf. Suchen wir mal ein paar gute Leute und dann. Dann müssen wir wenigstens hier drüber gute Leute holen. Darmstadt lehnt schon wieder ab. Das regt mich ein bisschen auf. 3 Millionen Gondorf. Mehr kann ich auch wirklich nicht bieten. Transferangebot für Sternberg. Union Berlin leiht Sternberg. Ja, wir dürfen wieder trainieren. Ja, wir nehmen keins raus. Da ist die Licht. So, die Licht und Onguene haben wir. Alter, was ist das denn mit Ring? Zetterer 65, Bauer 70, Onguene 65. Richtig gut. Und weiter geht's. Inakzeptabel, 6 Millionen für Gondorf. Wie sehe ich aus? 4,5 Millionen für Gondorf, ey. Jetzt akzeptieren sie. Nach 4,5 Millionen akzeptieren sie. Hat lang gedauert. Wir kriegen nochmal unseren wichtigen Mittelfeldmann. Weil da sind wir ein bisschen unterbesetzt. Und jetzt gibt es einen Mann, den ich nochmal loswerden will. Nämlich Diagne. Hat nie gespielt in echt.
Ich kann ihn nicht abgeben. Ja, nice. Nächstes Training. Entwickelt sich jemand? Nee, schade. Wäre zu schön gewesen. Bonguene kurz vor der 66 und Zetterer auch. Also krass. Gondorf akzeptiert. Da ist der bis jetzt erstmal letzte Neuzugang, den wir holen. Jetzt kümmern wir uns erstmal um die Nummern bei den Leuten. Also Gondorf kann die 28 behalten. Größte Licht. Ja, das passt. Jetzt stellen wir erstmal wieder um. Wo ist Egge? Ja, Stammern, wie gesagt. Alter, der hat eine 75. Der hat eine 75. Gondorf, Stammern, Junge. Ja, kein Wunder, dass Bremen so ein Typ holt, stimmt's? Nehmen wir. Kein Wunder, dass Bremen so ein Typ holt, wenn er so eine gute Wertung hat. Am so einer FIFA orientiert bestimmt. Wir dürfen nochmal trainieren. Und, naja. Boah, wieder beide knapp. Auf den Licht auch kurz oder 64. Transferangebot. Garcia wird geliehen. Weil die wissen, die Leute werden diese Saison nicht wirklich Einsatz kriegen. Caldirola ist erleichtert. Gute Nachricht. Velkovic wird auch geliehen. Auf einmal funktioniert das endlich mal. Wir kriegen mal ein bisschen kleineren Kader. Und gleich steht der erste Spieltag gegen die Bayern an. Aber das wird dann im nächsten Video sein. Zetterer 66. De Ligt 64. Onguene 66. Und wieder weiter große Schritte, Mann. Jawohl. Transferangebot für Zetterer. Damit leihen wir Zetterer auch nochmal aus. Amna Tropni, so Pressekonferenz. Wir müssen uns da motivieren. Motivation für den ersten Spieltag. Und der kommt. Grilic möchte spielen. Und mit diesem Gegner, den wir am ersten Spieltag kriegen, würde ich sagen, wenn euch diese Folge FIFA 17 herum ist, mit dem SV Werder Bremen gefallen hat, lasst eine positive Wertung und ein Abo. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.